respektloser gegenüber des Eigentums eines anderen geht gar nicht. Dieser Baum hat einfach zu Dino-Zeiten gelebt. Das sind die einer der ältesten und größten Bäume der ganzen Erde. Danke, dass ihr Zeit habt. Hallo, wir sind Leonie und Garrett. Gemeinsam bereisen wir schon seit 3 Monaten den Süden Europas in unserem selbst ausgebauten Bulli T4 Campervan. In diesen Videos nehmen wir euch mit auf diese Reise, entdecken die Vielfalt der Natur, suchen die perfekte Welle zum Surfen, zeigen euch die atemberaubende Unterwasserwelt und teilen den Alltag zweier Freiheitssuchenden. Stetig auf der Jagd nach neuen Horizonten. Einen schönen guten Morgen. Ja, ihr seht, wir haben letzte Nacht mal nicht im Bus übernachtet, denn Julius und Deborah haben uns dazu eingeladen, einfach bei ihnen im Gästezimmer zu schlafen, und das haben wir dann auch dankend angenommen, denn da mussten wir gestern spät in der Nacht nicht nochmal den ganzen Van umräumen und konnten einfach reingehen, uns auf die Matratze platzen und haben traumhaft geschlafen. Es war wirklich schön. Also nicht, dass man in unserem Van nicht gut schläft, aber es war einfach auch mal schön, in einem Raum zu schlafen, den man komplett abdunkeln konnte. Die Matratze noch ein bisschen größer. Also für 2 Personen war das echt ein kleiner Luxus letzte Nacht. Ja, es ist wunderschön, die Sonne scheint. Die beiden haben hier auch so einen schönen kleinen Garten. Das ist echt wundervoll. Und jetzt gibt's Frühstück. Das ist ja ein schönes Frühstück. Ja, Deborah hat hier einen richtig leckeren Joghurt zusammengemischt. Mit Chiasamen und Haferflocken. Wenn du dran riechst, denkst du, du riechst an so einem Eis. Das ist der Hammer. Sehr gut. Jetzt gibt es wieder eine Bowl, wie sonst auch. Ja. Wie immer. Na, wie sehr immer. Schön. Seit 6 Monaten. Ne? Oder? Jeden Morgen das Gleiche. Ja. Nö, aber ihr aber mischt wahrscheinlich gut. Immer verschiedene Früchte rein, ne? Ja. Und irgendwann hat man dann das raus, was man am liebsten mag und so weiter. Eine Zeit lang haben wir es auch statt Haferflocken mit Couscous gemacht, ne? Ja, ist auch gut. In Milch aufgekocht. Ja, hier. Guck mal. Ne? Oh, wow. Wenn man so schneidet, kann man so das den cool. Öl da reintun. Das ist ja schon, das ist schon krass. Das hast du ja schön gemacht. Sieht gut aus. Danke. Guten. So, dann nochmal guten Appetit. Guten. Wie ihr sehen könnt, sind wir fertig mit Frühstück und es war echt gut. Also was Deborah da gezaubert hat in diesem Joghurt, oh, das muss ich mir merken, muss ich nachher nochmal fragen, was da alles drin ist. Das war echt gut. Und jetzt laufen wir hier durch den Schlosspark, denn ihr habt ja schon am Anfang des Videos gesehen, dass wir ein Schloss besucht haben, und zwar auf der Insel Mainau. Und heute besuchen wir unser zweites Schloss. Und zwar ist es hier in Brühl, also im Vorort von Köln, kann man ja so nennen, ne? Genau, richtig. Ja, und hier ist ein wunderschönes, großes Schloss. Aber das seht ihr ja alles gleich. Und schon wieder bin ich eine Prinzessin. Ja. Kommt rein in mein trautes Heim. Boah, das sieht schon heftig aus. Thank you.
ihr sehen könnt, ist in diesem Video gibt es eigentlich nur über Blumen, oder? Und Schlösser. Es geht nur um Blumen und Schlösser in diesem Video. Ach, hier aber richtig auch schön. Maskenball. Oh ja, oh ja. Genau. Das Barockkleidchen rausgeholt. Genau. Ist schon heftig, sich vorzustellen, dass früher die Leute hier mit Putzen rumgefahren sind. Ja. Und dass das jemandem gehörte. Ja. Ja, dieser ganze Park. Also wir werden gleich noch drüber gehen in den Wald und es ist halt irgendwie echt so ein riesen Grundstück. So beeindruckend. Und wie viel Geld die dann auch hatten und so. Ja. Echt heftig. Aber man hat am meisten Respekt so vor dem Zeitalter auch. Du siehst ja so diese Barockzeit und du selber in deinem eigenen Zeitalter läufst hier rum und denkst so, vor so und so vielen Jahren sind die mit Kutschen zum Basketball hingefahren. Also es ist echt, echt cool. Ja. Weiter geht's, oder? Yes. So, wir werden jetzt das Schloss verlassen. Es war wirklich traumhaft, auch der Garten dort drin und der Wald. Und jetzt zeigt uns Julius einen weiteren coolen Spot, einen Insider-Tipp. Schauen wir mal. Ich zeig euch mal drin, das sieht richtig cool aus. Lass mal rein. Zeig mal. Schön, dass man hier einen Kaffee trinken kann und lesen dabei. Eine tolle Idee. Klasse. Schon richtig. Schön. Ach, schön. Kann man sich ein Buch nehmen und sich hinsetzen? Ja. Hier sind ja überall Bücher. Das ist schön. Gott, das ist ja traumhaft. Das ist cool. Ich finde halt echt interessant, wie die da so Ordnung reinbekommen, weil die haben alles sortiert. Ja. Ja, aber es ist echt angenehm, weil man kann sich einfach ein Buch nehmen. Vielleicht unten am Tisch sitzen oder draußen. Mhm. Schon cool. Schon ein schönes Prinzip. Ja. Sehr schön. Hast du ein Buch gefunden? Ja, ich glaube, ich nehme das einfach mal mit. Das ist von Seneca, dem alten Stoiker. Ich bin ja so ein kleiner Hobbyphilosoph. Und das ist das erste Buch, was ich hier jetzt mit dem Wissen sehe, was nicht ganz so fett ist. Und es ist auch schön geschrieben. Es ist einfach so ein kleines Taschenbuch und das passt gut in den Van. So, wir sind wieder am Bahnhof bzw. bei den Zügen, denn unser Spaziergang ist zu Ende durch Brühl und jetzt geht's wieder rein nach Köln. Der fährt zum Hauptbahnhof. Nee. Wir sind angekommen auf der Domplatte mit dem Kölner Dom hinter uns. Beeindruckend, echt. Dass Menschen das erbaut haben, vor hunderten von Jahren. Die hatten Zeit und Arbeit. Wahnsinn. So, und jetzt suchen wir uns aber ein kleines Café und werden noch eine Runde arbeiten. So, jetzt gibt es noch mal eine kleine Stärkung. Da haben wir so ein Lokal, das so thailändisches Streetfood sozusagen anbietet. Und warst du früher immer? Ja, hier war ich früher immer, genau. Genau, hier war ich früher, als ich hier gewohnt habe. Portionen sind gut, Preise haben sie erhöht, aber die Portionen sind gleich und das ist schön.
Ja, ist auf jeden Fall eine große Portion. Guten. Guten. Schmeckt's ja? Sehr lecker. So ein Curry, oh, das mache ich früher auch mal richtig gerne. Ein Coconut Curry ist das, eine Soße. Mm. Kann man sich reinlegen. So, hier sind wir schon fleißig am Essen. Jetzt kamen noch richtig geile frittierte Wontons. Oh. Voll schön auch präsentiert. Ja. In diesen Bambusschalen. Mm. Schön. Und Frühlingsrollen. Ich liebe Frühlingsrollen. Kommen noch ein, zwei mehr Schlösser. Vielleicht finden wir noch eine freie Ecke. Oh Mann, ey. Gefällt dir eins, Schatz? Du, ich guck noch, weil ich jetzt nicht gerne möchte. Okay. Über die Hohenzoller Brücke gelaufen. Ihr habt gesehen, es ist immer wieder beeindruckend, so viele Schlösser auf einem Platz zu sehen. Da kommt noch ein Schloss dran und dann bricht alles zusammen. Ich habe gehört, da sind so viele Schlösser, aber das zu sehen, pff, wie du sagst, ist noch ein Schloss und die Brücke bricht zusammen. Ja, also es ist echt krass. Ja, aber es ist hier der ikonische Spot, die ikonische Perspektive, die Brücke und auch der Dom im Hintergrund. Erkennt man vielleicht von vielen Kalenderbildern oder Fotoausstellungen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, jetzt auch mal das nochmal hier zu sehen. Es ist ein schöner Spaziergang, hier so durchzulaufen. Es ist was ganz anderes als in der Natur, aber irgendwie hat es auch was, so durch den Trubel mal durchzulaufen. Auch dieser Charme aber auch von der Struktur, ja. Also diese Geometrik dahinter. Die ist schön. Ist auf jeden Fall. So, heute Abend wird gegrillt und deshalb gehen wir jetzt ein paar Sachen einkaufen. Pilze brauchen wir. Ja. Pilze? Oder? Der hat so Flecken, aber ist okay. Käse, ne? Gut. Brauchen wir noch einen Frischkäse. Ja. So, junge Forelle. Kleines Baguette. Die Einkäufe sind erledigt. Jetzt fahren wir zurück zu Julius nach Hause. Wird hier erstmal abgegrillt. Oh, die kleben direkt, scheiße. Echt? Aber das macht nichts, vielleicht lösen die sich auch wieder. Ja, okay. Die werden jetzt nicht komplett festkleben. So, ihr seht, wir sind jetzt wieder bei Deborah und Julius angekommen. Jetzt werden wir erstmal anfangen zu grillen. Hey. Wer draußen gegrillt wird, gibt es hier drin wieder Leonies Geheim-Nudelsalat. Genau, mit den Nudeln, ne? Ja, das sind die Geheimnisnudeln, die sieht man nicht. So, Grillmaster. Sieht gut aus, ne? Ich habe jetzt aber auch Hunger. Also sehe die Vielfalt drin. Mm. Das Gericht ist pikant. Mmh.
Ja, bisschen. So, jetzt wird hier erstmal richtig schön abgegrillt. Mahlzeit. Guten. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der gestrige Abend war wundervoll, richtig schön. Einfach so zusammenzusitzen mit guten Freunden und mal wieder zu grillen. Das ist einfach was Tolles. So viele, viele verschiedene Sachen dann zu futtern und man unterhält sich dann bis tief in die Nacht hinein. Das ist schon eine tolle Sache. So, und jetzt machen wir erstmal, beziehungsweise Leonie ist schon eifrig dabei, Frühstück zu machen. Julius ist auch schon wach. Frühstück. Ja. Ach so, deine Portion. Dankeschön. Dankeschön. Frühstück ist fertig. Genial, ey. Danke, Leonie. Und dazu gibt es marokkanischen Grüntee. Da bin ich ja mal gespannt. Das mag ich. Guten. So wie bei The Shining irgendwie. Ja, ne? Was ist das hier? Das ist da. Alles klar, das ist vollkommen normal. Alles klar. Die Weisheit des Tages. Das passt zu dir, Schatz. Ja. Wie passt das zu dir? Danke. So, wir sind zurück aus der Stadt und jetzt sind wir wieder bei Deborah und Julius zu Hause angekommen und jetzt kommt immer das Dümmste an der ganzen Reise. Der Abschied. Der Abschied. Ja, das war eine wunderschöne Zeit bei euch. Ja, danke. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, war richtig cool. Vielen Dank für die schöne Gastfreundschaft. Wir reisen hinterher. Ja, das wäre mega, das wäre richtig, richtig cool. Und falls ihr euch interessiert, was Julius eigentlich noch so treibt, der hat nämlich auch einen eigenen YouTube-Channel, dann checkt einfach mal hier unten in der Videobeschreibung ab. Da findet ihr zahlreiche kreative Inhalte. Julius nämlich auch Filmemacher. Schaut da also unbedingt mal rein. Den Link, auf jeden Fall. Link ist hier unten. Ja, wie Gary schon sagte, wir werden uns jetzt auf die Socken machen, werden jetzt noch einige Kilometer in den Norden fahren und kommen an einen schönen Stellplatz an, direkt an einem Fluss. Aber das Video hier endet jetzt damit. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, schreibt uns in die Kommentare und wenn euch das interessiert, was wir noch so alles im Norden von Deutschland alles noch so erleben werden, dann lasst doch einfach gerne ein Abo da. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.